Hallo und grüß Gott alle miteinander. Mein Name ist Katja Eichhorn und als ehrenamtliche Mitarbeiterin von Fidesco darf ich Ihnen den Impuls zum heutigen vierten Fastensonntag geben. Dieser Sonntag heißt auch Letare, freuet euch. Nun mag so mancher angesichts der derzeitigen prekären Situation aber sagen, nun ja, nach Freude ist mir momentan überhaupt nicht zumute, eher nach sehr großer Sorge. Bei Letare muss ich aber immer an Philipper 4,4 denken, wo es heißt, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Wichtig ist dabei, dass es nicht um menschengemachte Freude geht, so nach dem Motto, sei sofort glücklich und lustig und fröhlich und freudig. Nein, es heißt ausdrücklich, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Und in den nachfolgenden Bibelversen wird dies auch näher erläutert. Es heißt, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes wird eure Herzen in Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Auch wenn wir derzeit sehr stark eingeschränkt leben müssen und auch keine gemeinsamen Gottesdienste mehr feiern können, so ist Christus dennoch für uns am Kreuz gestorben, hat uns dadurch erlöst und ist schließlich an Ostern auferstanden. Und das ist riesengroßer Grund zur Freude. Dem Blinden im Evangelium wird durch Jesus das Augenlicht geschenkt. Zum ersten Mal in seinem Leben kann er sehen. Riesengroße Freude. Und die ist so groß, dass er sogar vor den Pharisäern Jesus bekennt. Wie geht es uns? Wo sind wir blind und bedürften der Heilung durch Jesus? Wie blind sind wir für die vielen kleinen Freuden im Alltag, die auch jetzt noch da sind? Wie blind sind wir für die Freude in Christus? Können wir uns über Jesu Auferstehung überhaupt noch freuen? Oder ist das alles selbstverständlich? Oder tritt dies vielleicht sogar vor lauter menschengemachter Sorge um Gesundheit, Arbeit, Familie und so weiter völlig in den Hintergrund? Wie blind sind denn wir? Anton Höss hatte in seinem Impuls schon erzählt, wie glücklich die Menschen in Angola trotz großer Not dort waren. Und auf ihre Freude angesprochen, haben sie geantwortet, unsere Freude ist der Glaube an Christus. Versuchen doch nun wir, dies in unserem Leben umzusetzen. Letare, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Eine gesegnete restliche Fastenzeit wünsche ich Ihnen noch.